Nein, ich habe keine Gedanken mehr an die Magersucht. Also das klingt so gesagt vielleicht immer ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, aber ich würde mal unterstreichen, dass das wirklich so ist. Natürlich habe ich die Jahre nach der Klinik, weil ich ja noch nicht 100% geheilt war, sage ich mal, immer noch Gedanken an die Magersucht gehabt. Und es gab ja auch den einen oder anderen kleinen oder auch größeren Rückfall. Aber es ist nie wieder so ausgeartet, als dass ich in die Klinik gemusst hätte. Heutzutage, das Ganze ist jetzt so, ja, 9 Jahre her. Das ist wie ausgelöscht. Also ich habe jetzt gerade mal wieder dieses Thema präsent, weil ich mich eben hinsetze und dieses Video drehe und ganz viele Fragen von euch gesammelt habe. Aber es ist nicht so, dass ich da jeden Tag dran denke. Ich rechne keine Kalorien mehr, ich wiege mich nicht und generell so mit diesem Thema Diäten habe ich in meinem Alltag überhaupt gar nichts mehr zu tun. Und ich bin auch sehr froh darüber und ich kann euch auch sagen, dass das wirklich zu 100% so funktioniert. Und dass es mir damit viel besser geht. Also es muss nicht Bestandteil eines Alltags sein, dass man sich mit seiner Figur und Gewicht auseinandersetzt. Das funktioniert alles auch wunderbar ohne. Zu meinem Buch habe ich sehr, sehr viele wunderschöne Resonanzen bekommen. Es waren einige dabei, die hatten ihren ersten oder auch schon ihren dritten oder fünften Klinikaufenthalt hinter sich. Und das hat alles immer wieder nichts gebracht. Es gab immer wieder Rückschläge. Und dann haben diese Personen mein Buch gelesen und sind auf einmal aufgewacht, hatten diesen Klickmoment und haben dann begriffen, dass sie etwas verändern müssen und auch wollen und dass sie fürs Leben kämpfen wollen und dass sich das wirklich lohnt. Und sind dann teilweise nochmal in die Klinik gegangen, aber diesmal dann freiwillig, aus eigenem Willen, um die Hilfe dann eben auch anzunehmen und haben es dann geschafft. Also es ist immer wieder unglaublich und berührt mich zutiefst, sowas zu lesen. Und es ist mehrmals vorgekommen, dass mir Leute sowas geschrieben haben. Das heißt natürlich leider nicht, dass das jedem so ergeht und dass jeder mein Buch liest und dann sofort geheilt ist. Aber ich würde mal sagen, dass es schon viele Menschen auf den richtigen Weg gebracht hat. Und ich finde, das ist so das schönste Gefühl, was man haben kann. Also, das ist auch der Grund, warum ich mein Buch geschrieben habe, nicht wegen Geld. Ich kann euch sagen, dass man als Autorin nicht viel Geld verdient und die Steuererklärung, die man dann mit einem Steuerberater dafür machen muss, ist viel aufwendiger und kostet viel mehr, als ich letztendlich jetzt noch pro Jahr überhaupt mit dem Buch verdiene. Also, es ist eigentlich schon fast eher ein Minusgeschäft, aber das ist, glaube ich, einfach viel mehr wert, so eine Resonanz zu bekommen als alles andere. Und ja, der Hammer einfach. Also genau das habe ich mir erhofft mit dem Buch und ich hoffe, dass das Buch noch mehr Menschen hilft, die vielleicht jetzt gerade in der Klinik stecken oder kurz davor sind oder es eventuell auch ohne Klinik schaffen wollen und noch können, dass die einfach mein Buch lesen und dann neuen Mut daraus schöpfen. Und sich sagen, so, ich bin jetzt bereit für diesen Weg. Langzeitfolgen, interessante Frage. Also so gut wie zum Glück fast gar nicht. Es gibt eine Sache, da glaube ich, dass das davon kommt, weil das habe ich zum ersten Mal auch während der Magersucht erlebt im kalten Winter. Und das kommt jetzt jedes Jahr wieder, wenn es kalt ist. Und zwar haben sich wahrscheinlich damals meine Blutgefäße in den Fingern und Zehen, weil das sehr, sehr dünne äußere Körperglieder sind, verengt. Und sobald es so um 1, 2 Grad rum oder kälter ist, verengen die sich irgendwie so sehr, dass meine Fingerkuppen und auch die Zehen nicht mehr richtig durchblutet werden. Und dann wird das so ganz weiß und taub. Und tut irgendwie weh, wenn man drückt, aber irgendwie ist es auch gefühllos und das ist total ein richtig dummes Gefühl. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das ja jemand von euch, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin der Sache noch nicht näher nachgegangen und habe da jetzt nicht groß drüber gegoogelt, aber das habe ich nun mal festgestellt. Das dauert dann auch so gut eine halbe Stunde, bis die Finger wieder aufgetaut sind und ich Gefühl da drin habe. Und ich meine, das hatte ich vor der Magersucht so nicht. Und jetzt ist das komischerweise mit Normalgewicht. Ich bin jetzt ja inzwischen gut 20 Kilo über meinem Einweisungsgewicht, wenn nicht sogar noch mehr darüber. Und ich habe das trotzdem noch. Also, I don't know.
kann man wahrscheinlich auch nicht viel gegen tun. Aber ich bin froh, dass es sonst nichts ist. Also mir geht es gut, körperlich bin ich absolut fit und gesund und habe keine weiteren Schäden. Obwohl es oft sehr brenzlig war, hatte ich selten Angst zu sterben. Man unterschätzt das Ganze ja. Man hat zwar seit Tagen kaum was gegessen und es schwebt irgendwo so am Rande zum schlimmen Untergewicht, aber man stirbt schon nicht, ne? Also so ist ja die Einstellung. Ich hatte einmal einen Moment, das war ein ziemlich warmer Sommertag. Ich habe auch, meine ich, nicht ganz so viel getrunken und gegessen schon gar nicht. Ja, und dann kam ich irgendwann nach Hause und mir war total schwindelig. Es war wirklich so, als würde sich so die Küche um mich drehen oder ich würde mich in der Küche drehen, obwohl ich einfach nur still dastand. Und mein Herz hat auf einmal richtig schnell geschlagen. Also ganz komisch. Eigentlich tendiert man ja eher zu einem Blutniedrigdruck und einem sehr langsamen Puls in der Anorexie, aber das war so das Gegenteil. Ich war total aufgeregt und es war super strange. Ich wusste gar nicht, wie mir in dem Moment war. Und ich habe dann wirklich vor Schreck, ich hätte das während der ganzen Magersucht unter normalen Umständen nicht gemacht, aber ich hatte noch Semmel da von meiner Oma und Nutella war auch da und ich habe dann 4 Scheiben Semmel mit Nutella gegessen, weil ich einfach dachte, oh mein Gott, bevor du hier gleich wegstirbst, isst du jetzt lieber was. Es war wirklich komisch. Ich hatte sowas Seltsames danach nie wieder, aber ich glaube, es war kurz vorm Umkippen. Passiert ja nicht selten in der Magersucht, dass man einfach mal umkippt und irgendwie weg ist. Und ich glaube, wenn ich da diesen Zuckerschock nicht schnell gegessen hätte, wäre das höchstwahrscheinlich auch bei mir passiert. Ja. Diese Frage, ihr werdet es kaum glauben, habe ich mir selber schon oft gestellt. Ich finde es schwer zu sagen. Der Kraftsport hat mich so 5, 6 Jahre in meinem Leben sehr intensiv begleitet. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Also es war selten eine Quälerei und ein Zwang, wo ich mir gesagt habe, boah, jetzt musst du noch das 5. Mal diese Woche ins Fitnessstudio, auch wenn du gerade lieber auf der Couch bleiben würdest. Ich habe das wirklich aus Motivation und Freude getan und ich habe mich auch schon immer wieder aufs neue Training gefreut. Natürlich kann sowas auch eine Sucht sein, das ist dann eine positive Sucht, weil es hatte ja mit Freude zu tun, aber ich habe mich schlecht gefühlt, wenn ich nicht hingegangen bin. Also ja, ich würde es jetzt aber nicht mit der Anorexie vergleichen und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass es eine Suchtverlagerung war, vielleicht ein bisschen, aber ich glaube eher nicht ganz so. Dann habe ich ja auch am Wettbewerb teilgenommen und als ich dann gemerkt habe, jetzt wird es langsam wirklich eher zu so einer Pflicht, weil ich ja wirklich ganz oft trainieren musste und ich hatte einen strengen Ernährungsplan für 5 Monate vor diesem Wettkampf. Da hat es wirklich aufgehört, mir Spaß zu machen. Und da war das echt eher so eine Disziplin- und Zwangsache. Und da habe ich dann selber für mich auch gemerkt, das ist jetzt gerade irgendwie kein Hobby mehr. Gut, aber du ziehst das jetzt durch. Was ich mir vornehme, ziehe ich ja durch. Deswegen habe ich das noch bis zum Wettkampf gemacht. Ich hätte nach dem Wettkampf auch noch 2 bis 3 weitere Wettkämpfe machen können. Habe ich aber nicht, weil ich wollte lieber wieder, dass mir das Ganze Spaß macht und nicht so eine Zwangkacke ist. Sorry für den Ausdruck. Und ja, tatsächlich, als der Wettkampf durch war, habe ich wieder ganz normal gegessen, wie ich das wollte, habe mir geile Süßigkeiten reingeschaufelt, bin wieder zum Training gegangen, hatte auf einmal richtige Kraftschübe und dann hat es auch wieder voll Spaß gemacht. Irgendwann im Sommer, wir haben ja jetzt gerade Erderwärmung, ist ja nicht unbekannt, und dann war es irgendwie so um die 36 Grad immer im Sommer, hat mir das dann wieder keinen Spaß mehr gemacht, ins Fitnessstudio zu gehen. Es war einfach zu heiß. Ich bin ein Mensch, der macht lieber bei kalten Temperaturen Sport, ob das jetzt drin oder draußen ist. Und im Sommer, das geht einfach nicht. Nach 10 Minuten kippe ich fast um vor Hitzeschock und bin nass geschwitzt. Und nee, dann habe ich irgendwie aufgehört damit und habe eher draußen was gemacht. Fahrradfahren, Laufen, bisschen Yoga. Ja, und irgendwie bin ich dann auch nie wieder so richtig reingekommen zu diesem Kraftsport, habe dann auch Fitnessstudio gekündigt und ja, jetzt mittlerweile gehe ich ganz viel laufen, Fahrradfahren. Ich habe hier gegenüber eine Nachbarin wohnen, die geht auch gern laufen und dann machen wir das so 3, 4 Mal die Woche zusammen, erzählen uns ein bisschen was. Das ist aber auch alles einfach nur so ohne Zwang, spontan, wenn wir gerade Bock haben, wenn das Wetter schön ist. Die
Die Krankheit akzeptiert habe ich. Ja, irgendwann in der Klinik habe ich schon akzeptiert, dass ich die habe. Aber das heißt ja nicht, dass ich sie für mich angenommen habe. Also ich glaube, es ist eher so definiert, wenn man die Krankheit akzeptiert, das ist ja dann so die Einsicht, das ist ja der erste Schritt zur Besserung, dann will man ja auch damit arbeiten, weil man hat ja gesehen, okay, man ist krank, das ist nicht gut, das muss weg, also arbeite ich da jetzt dran. Und diesen Moment hatte ich erst nach der Klinik. Also ich habe in meinem Buch, wer es gelesen hat, so eine Szene beschrieben, da bin ich durch die Stadt gegangen allein und war wieder so ein bisschen rückfällig, habe abgenommen und dann habe ich da so ein Mädchen gesehen, die war total dünn und knochig und hatte einen ganz traurigen Gesichtsausdruck und da habe ich mich irgendwie drin wiedererkannt und habe so zu mir selbst gesagt, das ist doch gar nicht schön. Was ist denn daran überhaupt begehrenswert? Warum hungere ich denn und verzichte und leide und bin schwach und dünn? Ist doch gar nicht schön. So. Und das war dieser Klickmoment. Eigentlich total simpel, das hätte mir auch schon viel früher passieren können, aber es ist nun mal genau an diesem Tag passiert, dass ich es da mal gemerkt habe. Und dann bin ich mit der Bahn nach Hause gefahren, habe mir viele Gedanken darüber gemacht, auch abends noch im Bett und habe mir gesagt, ganz oft, nee, Laura, so geht's nicht weiter, änder jetzt was. Du willst das nicht mehr, du musst jetzt irgendwas tun, hör auf, dich zu wiegen, hör auf, Kalorien zu zählen, ess mal wieder was Süßes, nimm zu, akzeptier das und wenn die Sachen nicht mehr passen, dann kaufst du dir eben neue. Also das waren ganz viele einzelne Schritte und das hat schon ein paar Wochen oder Monate gedauert, aber ich habe seitdem nicht mehr aufgegeben und habe an meinem Ziel festgehalten und dann habe ich es ja auch zum Glück erreicht. Also Social Media war 2010, 2011, als es bei mir so losging, noch gar nicht so in. Also ich habe mich da eher so auf Blogs rumgetrieben. Ich habe selber einen Blog geschrieben über mein Abnehmen, über das, was ich esse oder nicht esse. Und so mit Bildern von meinem Bauch, wie der dünner wird und knochiger. Und habe auch Blogs von anderen Mädchen gelesen und kommentiert. Das hatte natürlich Einfluss auf mich, weil man nimmt sich ja auch ein Beispiel an den anderen und man beeinflusst auch die anderen mit seiner negativen Machenschaft. Und ja, das ist ja vergleichbar mit Social Media, ne? Als das dann eher so Richtung Bodybuilding, Kraftsport ging, da habe ich natürlich viel geinstagrammt, habe ich ja selber auch sehr aktiv betrieben und bei anderen auch geguckt. Und natürlich sieht man dann mal ein Mädel so, die hat noch einen größeren Bizeps oder voll die tollen Bauchmuskeln und dann will man das irgendwie auch. Aber ist natürlich auch für mich jederzeit klar gewesen, dass ich mein Ding mache und mein Körper so ist, wie er ist. Und ja, man kann eben nicht so sein wie andere, aber man kann für sich selber jederzeit das Beste geben und versuchen, das Bestmögliche aus sich selbst rauszuholen. Von daher glaube ich, dieses ganze Vergleichen, das sollte man einfach gar nicht machen. Also man kann natürlich andere bewundern und toll finden und sich als Vorbild nehmen, aber vergleichen bringt einfach nichts. Man muss nicht versuchen, wie andere zu sein, sondern sollte stets sich selbst treu bleiben und das Beste aus sich machen. Seine eigenen Ziele verfolgen und dann passieren auch weniger so psychische Krankheiten im Kopf, weil man einfach viel zufriedener mit sich ist. Ne? Wenn ihr immer nur auf euch guckt, dann könnt ihr ja die positiven Fortschritte einfach an euch selbst messen, dass ihr sagt, hey, ich bin dieses Jahr sportlicher als letztes Jahr oder habe irgendein anderes bestimmtes Ziel erreicht, als wenn ihr sagt, ich habe jetzt zwar ganz viel Sport gemacht oder dies, das, aber ich bin immer noch nicht so toll wie mein Vorbild. Ja, das macht einen dann irgendwie unzufrieden. Deswegen macht gern Social Media, guckt euch da um, lest durch, was andere schreiben, weil andere Leute schreiben zum Teil echt wichtige Beiträge, aber lasst euch nicht davon beeinflussen, vergleicht euch nicht zu sehr und ja, richtet eure Augen mehr auf euer Spiegelbild. Wie sagt man es seinen Eltern? Man bittet um ein Gespräch, was einem persönlich gerade sehr wichtig ist. Und dann merken die Eltern ja schon, okay, es ist jetzt ein bisschen ernster und persönlicher, also nicht nur irgendwas Beiläufiges. Und dann hören die auch zu und nehmen dich auch von Anfang an ernst. Und dann erzählst du einfach. Man kann sowas nicht vorbereiten und sollte man, glaube ich, auch nicht. Dann macht man sich nur zu viel Panik und hat am Ende doch Angst und führt dieses Gespräch niemals. Ja, holt eure Eltern einfach wirklich mal oder auch die beste Freundin in einer ruhigen Minute ran und sagt so, ihr wollt jetzt reden, das ist euch wirklich wichtig, dass man euch zuhört und dann
Erzählt einfach genau das, was euch gerade durch den Kopf geht, was euch bedrückt, was euch beschäftigt. Und dann passiert das ja von allein. Dann kommen Fragen, dann erzählt ihr weiter und dann habt ihr ja ein Gespräch. Und besser kann man das eigentlich nicht vorbereiten, als dass man es einfach nicht vorbereitet. Ich weiß gar nicht, wie das damals bei mir war. Ich meine, meine Eltern haben natürlich mich zuerst angesprochen, weil die schon gemerkt haben, mein Verhalten ist irgendwie komisch. Und irgendwann, gut, dann hatte meine Mutter eh schon den Klinikplatz für mich gesaved. Und dann habe ich ja irgendwann auch offen mit ihr darüber geredet, dass ich da halt ein Problem habe. Und ich habe schon versucht, irgendwie zuzunehmen und mehr zu essen. Aber das hat irgendwie nicht geklappt allein. Und ab da hat man ja diesen Austausch. Und dann ist es auch leichter, weil man bekommt Unterstützung und die Familie weiß dann endlich, was einen beschäftigt und was so in diesen Kinderkopf irgendwie vorgeht, ne? Die Katze ist gerade an der Tür. ja, und genau, tut's einfach. Beißt einmal die Zähne zusammen, traut euch auch, wenn es unangenehm ist und dann los. Ja, eigentlich gehe ich immer sehr ungern auf das Thema Gewicht ein. Nicht, weil ich es euch nicht verraten will, sondern eher, weil ich glaube, das führt wieder zu Vergleichen, dass man jetzt vielleicht sich denkt, obwohl da viel mehr ist, das Gewicht reinspielt, zum Beispiel auch die Größe und einfach die körperliche Beschaffenheit, die Sportlichkeit, die Muskelmasse und sowas alles. Also es soll sich jetzt niemand mit mir vergleichen und sich denken, oh, ich wiege mehr als Laura, also wiege ich zu viel oder ich wiege weniger, also muss ich noch zunehmen. Das ist alles voll individuell. Ich kann euch auch eh keine genaue Zahl sagen, weil ich mich nicht wiege zu Hause. Ich wiege mich irgendwie ja ein paar Mal im Jahr und zwar, wenn ich in den Urlaub fliege und das Gewicht von meinem Koffer bestimmen muss, dann stelle ich mich einmal ohne und einmal mit Koffer auf die Waage. Dann habe ich aber vorher auch was gegessen und getrunken und Klamotten an. Und vom Plasmaspenden, da werde ich immer gewogen mit Klamotten und Schuhen und allem. Aber so Pi mal Daumen kann man schon sagen, dass ich mich da irgendwie zwischen 67 und 70 Kilogramm bewege. Das ist im Prinzip genau das Gewicht, was ich schon vor dem Anfang meiner Magersucht hatte. Da habe ich nämlich auch so 67, 68 gewogen und war todunzufrieden und fühlte mich fett. Und jetzt wiege ich genau das und alles ist super. Und im Prinzip hätte man die ganze Geschichte einfach auslassen können. So die Jahre von 2010 bis 2012 einfach mal streichen und dann wäre alles schön gewesen. Aber ich möchte auch die Erfahrung nicht missen und glaube, ich habe da sehr viel Wichtiges für mich gelernt und mitgenommen. Und deswegen ist ja jetzt am Ende doch alles gut so, wie es gekommen ist, ja. Ja, die komplette Lösung von einer Essstörung ist eigentlich so der finale Schritt. Das ist das Master-Level, wenn man es dann geschafft hat, zuzunehmen, sich wieder zu trauen, mehr zu essen, auch verbotene Sachen zu essen. Wenn man die Gedanken wieder an andere Dinge richtet, aber noch nicht so 100% loslassen kann und es immer wieder kommt, sei es ein großes Essbuffet oder man hat doch zugenommen und denkt sich so, nehme ich nochmal 2 Kilo wieder ab. Ja, diese 100%ige Lösung davon, die habe ich ja auch nicht von heute auf morgen geschafft. Also es war ein langer Prozess und der hat bestimmt auch noch ein paar Monate oder sogar Jahre nach meinem Klinikaufenthalt angedauert, aber jetzt mittlerweile kann ich sagen, dass dieser Prozess vollendet ist und ich mir einfach mal wie heute zum Beispiel 3 Schokobrötchen hintereinander reinhau und jetzt habe ich schon wieder Gedanken ans Abendessen, weil irgendwie habe ich jetzt Lust auf was Herzhaftes. Nach dem Abendessen gibt es prinzipiell bei uns auf dem Sofa abends auch noch Gummibärchen oder Chips oder Bier, einfach weil wir es mögen und ich habe auch immer schnell wieder Hunger. Also wenn ich was gegessen habe, dann dauert es 1/2 Stunde und dann habe ich wieder Appetit und auch Hunger. Also ist nicht so, dass der Magen knurrt, aber ich esse einfach gern. Aber solange das alles noch in Maßen ist, ich habe ja keine Fressflashs, aber ich esse mehrmals am Tag und das macht mir Spaß und ich liebe Genuss. Aber ich gehe ja auch laufen und bewege mich viel, fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, bin sehr aktiv so und das, was ich koche, ist halt auch gesund und sehr gemüselastig. Da finde ich, kann ich mir durchaus jeden Abend auch mal ein paar Chips oder Weingummis gönnen. Das ist zwar nicht gesund, aber der komplette Verzicht darauf ist ja auch nicht gesund, psychisch gesehen. Und dafür, wie gesagt, esse ich sehr viel Vollkornprodukte, sehr viel Gemüse, ein bisschen Obst und sowas. Genau. Ja, und irgendwie
kam da, also ich habe jetzt irgendwie den Faden verloren, aber das kam dann halt so, dass ich vollständig losgelassen habe und mir das alles einfach mittlerweile egal geworden ist. Ich würde auch behaupten, dass es oft ganze Reihen von Tagen gibt, an denen ich nicht einmal an die Magersucht denke. Das ist gerade irgendwie auch was ganz Außergewöhnliches, dass ich jetzt dieses Video drehe und mich mit der Thematik befasse. Und ich muss erstmal versuchen, mich da wieder hineinzuversetzen, weil ich da so aktiv gar nicht mehr drin bin mit meinem Kopf. Und das ist einfach völlige Vergangenheit. Und manchmal vergesse ich das Thema im Alltag, also als wäre das nie gewesen. So weit weg ist das bei mir schon. Also ich würde sagen, ich führe mittlerweile ein ganz normales Leben mit einem ganz normalen Essverhalten und einem gesunden Appetit und einem gesunden und freudigen Umgang mit Sport. Und ich habe mein Ziel erreicht. Und ihr könnt das alle erreichen. Diese Frage, die immer wieder kommt, ob man wirklich loslassen kann, ja, man kann. Und das liegt an jedem selbst. Ihr könnt das, ihr müsst loslassen, ihr müsst euch die Zeit nehmen, ihr dürft nicht aufgeben und dann schafft ihr das. Guckt mich an, das ist jetzt 9 Jahre her und ich vergesse das einfach ganz oft, dass ich überhaupt mal magersüchtig war. Keine Ahnung, war ich es überhaupt? War das ich? Also, ja, und es ist schön, dass das so ist, weil das hätte ich vor 10 Jahren hätte ich das niemals irgendwem geglaubt. Meine Mutter hätte es auch keinem geglaubt und mein Vater und meine Großeltern auch nicht. Und jetzt sitze ich hier und beantworte eure Fragen und kann irgendwie euch was mitgeben und irgendwie auch als Vorbild für euch funktionieren. Und das ist total schön. Ja, und ich wünsche euch allen, dass ihr das eines Tages auch könnt. Danke fürs Zuschauen.